habe jetzt Marco Kotschkiri in der Leitung. Hallo. Hi, servus. Du bist vom kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad. Civaka Azad heißt Freie Gesellschaft. Und ich wollte mich mit dir unterhalten halt über den Einmarsch der türkischen Truppen in Nordsyrien. Also vor ungefähr anderthalb Wochen oder so gab es halt irgendwie einen Angriff von türkischen Truppen. Was ist denn genau passiert und wo sind die dann einmarschiert? Genau, also seit dem 24. August hat die Türkei offiziell die Operation Schutzschild Euphrat gestartet. Das ist eine grenzübergreifende Operation in den Norden Syriens, genauer zunächst auf die Stadt Jarablus. Die Türkei hat gemeinsam mit Gruppen der Freien Syrischen Armee, die sozusagen mit der Türkei schon seit längerem in Syrien kooperieren, die Grenze überschritten, hat die Stadt Jarablus eingenommen. Die Jarablus war zuvor vom Islamischen Staat besetzt, kontrolliert. Ja, das war im Prinzip auch der Vorwand der Türkei. Die haben gesagt, dass der IS eben die Nachbarstadt kontrolliert, eine Gefahr für die Türkei darstellt. Und deswegen würde man da einmarschieren. Sie sind da zunächst einmarschiert, haben dann auch in anderen Orten im Norden Syriens kleinere Ortschaften vom IS abgenommen. Ja, das Merkwürdige ist im Prinzip, dass einmal der IS diese Orte praktisch kampflos der Türkei übergeben hat. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass da gewisse Abmachungen gemacht worden sind. Und das Zweite ist im Prinzip, dass es nicht nur beim Kampf gegen den IS geblieben ist, sondern wie viele Leute gesagt haben, dass die Türkei eigentlich gegen die Kurden im Norden Syriens vorgehen will. Dafür spricht auch der Zeitpunkt der Operation, denn wie gesagt, am 24. August hat die Operation gestartet. Der IS ist aber nicht erst seit gestern in Jarablus gewesen, sondern hat die Stadt jetzt, ich meine, fast zwei Jahre lang kontrolliert. Und die Türkei hat sich zu dieser Operation erst entschieden, als demokratischen Kräfte Syriens, wo die kurdischen Truppen in Rojava auch mit drin sind, als diese Gruppen die Stadt Manbij südlich von Jarablus eingenommen haben vom IS. Und darauf hat die Türkei reagiert und hat dann Jarablus eingenommen. Ja, das ist ja zum Beispiel auch verwunderlich, weil die Türkei ja bis vor kurzem noch irgendwie doch sehr deutlich auch den IS unterstützt hat. Und jetzt haben sie zusammen mit al-Nusra und anderen Islamisten dann halt gegen den Islamischen Staat dort gekämpft. Du hast schon irgendwie die Vermutung ausgesprochen, dass es im Endeffekt gegen den Fortschritt irgendwie der kurdischen Selbstverteidigungskräfte geht. So rein taktisch gesehen, was genau ist dann das Ziel der türkischen Armee? Ist es dann zu verhindern, dass sich die Kantone zusammenschließen oder ist es irgendwie ein Zurückdrängen der kurdischen Bewegung überhaupt? Genau, also die Türkei hat schon zuvor irgendwie relativ deutlich gemacht, dass sie es nicht dulden werden, wenn die kurdischen Kräfte westlich des Euphrat, also westlich von Kobani, Fortschritte machen, also den IS dort vertreiben. Und bei Operationen der kurdischen Kräfte in der Vergangenheit hat die Türkei hinter der Grenze, also von der Türkei aus, kurdische Stellungen beschossen, obwohl die Kurden in dem Moment eigentlich gegen den IS vorgehen wollten. Das heißt, die Türkei hat im Prinzip den IS vor den Angriffen der Kurden auch in der Vergangenheit immer wieder geschützt. Das war ein taktisches Bündnis der Türkei. Der IS kämpft gegen die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete. Das kam der Türkei zurecht. Und die Gebiete beispielsweise, die von den Kurden, also in Rojava, schon länger kontrolliert worden sind und die direkt an der Grenze zur Türkei sind, da gibt es beispielsweise gar keinen Grenzhandel. Da werden die Grenzen dicht gemacht. Die Türkei schottet diese Gebiete ab, während es an den Grenzgebieten, an denen der IS vorher war, immer Grenzhandel gegeben hat, immer auch Dschihadisten über die Grenze gehen konnten oder verletzte IS-Kämpfer in der Türkei behandelt worden sind. Das heißt, die Türkei hat relativ deutlich in ihrer Syrien-Politik gemacht, dass sie der IS an ihrer Grenze viel lieber ist als die kurdischen Kräfte. Dass sie jetzt nun mit dem Vorwand, gegen den IS vorzugehen, interveniert, das ist scheinheilig. Das ist relativ klar, dass sie kurz eben nach den Fortschritten der kurdischen Kräfte in Manbij, nach der Befreiung von Manbij, dort einmarschiert ist. Das hat, wie du schon gesagt hast, allein die Zielsetzung, dass die kurdischen Kantone sich nicht verbinden. Sprich, im Westen, im Nordwesten von Syrien ist der Kanton Afrin. Der ist sozusagen abgekapselt von den anderen beiden Kantonen, Kobani und Jizira. Und wenn die demokratischen Kräfte Syriens nach Manbij weiter in Richtung Westen vorgedrungen wären, und das war auch das Ziel, das ist weiterhin das Ziel, dann hätten sie es auch geschafft, diese drei Kantone miteinander zu verbinden. Das ist ein Albtraum für die Türkei und deswegen ist sie da einmarschiert. Bis jetzt hatte sich die Türkei ja zumindest offiziell aus Syrien selber rausgehalten. Jetzt sind sie da aber einfach so einmarschiert. Wie sind denn die internationalen Reaktionen darauf? Also international bleibt es relativ ruhig.
Beispielsweise hat Frau Merkel in der Vergangenheit auch erklärt, dass sie für eine Pufferzone im Norden Syriens ist. Das ist im Prinzip das, was die Türkei auch fordert. In der Pufferzone sollen dann die Flüchtlinge bleiben. Die sollen im Prinzip nicht über die Grenze in Richtung Türkei und dann weiter nach Europa aufbrechen. Das ist so die Begründung von Erdogan und der türkischen Regierung. Und Frau Merkel hat das mit unterstützt, diese Forderung. Und jetzt will die Türkei das umsetzen. Sie sagt, wir bauen da jetzt eine Pufferzone auf. Aber im Prinzip ist halt diese Pufferzone explizit gegen die Rojava und die Kantone Rojavas gerichtet. Dementsprechend hält sich Deutschland relativ zurück. Die USA hat sich auch zurückgehalten, beziehungsweise Joe Biden war noch vor der Intervention in der Türkei, hat da einen Besuch bei der türkischen Regierung abgestattet, hat erklärt, dass man das unterstützt, die Operation der Türkei. Jetzt, nachdem Jarablus sozusagen vom IS bereinigt worden ist oder nachdem sich der IS das zurückgezogen hat und die Türkei klar gemacht hat, dass sie weiter in Richtung Süden will, gab es auch bedenkliche Worte von den USA, die mehr oder minder gesagt haben, dass sie nicht wollen, dass die demokratischen Kräfte Syriens und die Türkei sich gegenseitig bekämpfen, sondern dass sie eher gemeinsam gegen den IS vorgehen sollen. Das ist der Wunsch der USA. Das ist also auf die Vermittlung der USA wurde dann letztlich auch ein Waffenschisch, nachdem die Türkei und ihre mit ihnen zusammen agierenden Gruppen an einigen Stellungen die kurdischen Kräfte, die demokratischen Kräfte Syriens angegriffen haben, hat die USA da relativ schnell interveniert und um einen Waffenstillstand gebeten. Das ist dann auch passiert, allerdings ist der Waffenstillstand sehr brüchig, weil es immer wieder auch zu Angriffen kommt. Also gestern wurden zwei YPG-Kämpfer direkt an der Grenze der Türkei angeschossen, einer ist heute verstorben, das heißt, da gibt es immer wieder Scharmützel. Es ist ein brüchiger Waffenstillstand, die USA wünscht sich, dass beide Seiten sich auf den IS konzentrieren, aber Tatsache ist auch, dass im Zweifel die USA sich hinter ihrem NATO-Bündnispartner Türkei stellen werden und die Kurden fallen lassen werden und das spüren die Kurden auch relativ deutlich in Rojava. Ja, die Kritik von der EU, die gibt's eigentlich quasi gar nicht. Das hängt dann an diesem Flüchtlingsdeal. Also irgendwie, es gibt ja den Deal, dass halt irgendwie Erdogan die Flüchtlinge in der Türkei schon abfängt, dass sie gar nicht weiter auf europäischen Grund und Boden gelangen können. Da ist jetzt aber seitdem eine Menge passiert. Also Erdogan nimmt das anscheinend als Freibrief für so einiges. Er ist halt in Syrien einmarschiert. Er hat halt irgendwie verhindert, dass dieser deutsche Luftwaffenstützpunkt von den Abgeordneten besucht wird. Und er hat ja heute sogar geschafft, dass diese Armenier-Resolution quasi zurückgezogen worden ist. Also dies scheint ja wirklich ein sehr großes Ding zu sein, diese Flüchtlingsresolution. Wie schätzt du das ein? Wird der Krieg jetzt weitergehen in Kurdistan oder wird es irgendwann später vielleicht doch noch Kritik von der EU geben? Also ich glaube, solange die Flüchtlingsfrage vorherrscht, hat die Türkei, die EU und Deutschland relativ gut im Griff. Also da gibt es immer nur sehr verhaltene Reaktionen, auch jetzt jüngst mit diesem Interview, das die Deutsche Welle mit dem Sportminister geführt hat. Und die Reaktion jetzt der Bundesregierung war wieder sehr verhalten, obwohl irgendwie das Sportministerium die Videoaufnahmen beschlagnahmt hat. Und ich habe das Gefühl, dass die Kritik nicht kommen wird, solange eben die Türkei diese Rolle in der Flüchtlingsfrage spielt und dieser schmutzige Deal eben von beiden Seiten noch weiter aufrechterhalten wird. Was Erdogan allerdings macht, das habe ich vorhin versucht schon ein bisschen anzureißen, ist, dass auch die Flüchtlingsfrage deutlich gegen die Kurden einsetzt. Also er argumentiert, dass er die Flüchtlinge noch in Syrien halten will, also noch erst gar nicht in die Türkei reinlassen will, deswegen die Pufferzone im Norden Syriens, deswegen die Intervention. Auf der anderen Seite, in den kurdischen Gebieten in der Türkei, fährt Erdogan derzeit eine Politik, dass er versucht, die in den Hochburgen der kurdischen Bewegung dort arabische Flüchtlinge, die Leute vor Ort sagen, viele Dschihadisten anzusiedeln. Das macht er bewusst auch in Gebieten, in denen alevitische Kurden leben. Das heißt, Kurden, die von Dschihadisten, Islamisten als Ungläubige betrachtet werden, um dort Konflikte zu schüren. Und Erdogan spielt halt ein doppeltes Spiel. Auf der einen Seite hat er die EU im Griff, auf der anderen Seite versucht er, die Flüchtlinge für seine Zwecke auch in der kurdischen Frage zu verwenden. Und was er auch im Hinterkopf hat, die erste Flüchtlingswelle, die in der Türkei angekommen ist, diese Leute haben demnächst das Recht, die türkische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Erdogan sieht diese Leute als potenzielle Wähler und arbeitet darauf hin, dass sozusagen sein Wählerdepot in diesem Sinne zu stärken und abzusichern. Erdogan
denkt da in vielen Ebenen und versucht eben die Flüchtlingsfrage so gut es geht für seine Zwecke, für seine politischen Ziele zu instrumentalisieren. Und das macht er leider relativ gut derzeit. Ja, aber viele der Flüchtlinge wollten doch gar nicht unbedingt in der Türkei bleiben. Also sind die dann damit zufrieden, dass sie jetzt irgendwie da festgehalten werden? Ja, im Prinzip wollten die Flüchtlinge zunächst ziemlich nah an ihrer Heimat bleiben, weil sie ja am Anfang die Hoffnung hatten, dass sie wieder zurückkehren können. Und nachdem der Krieg jetzt irgendwie seit mehreren Jahren anhält, verlieren immer mehr Menschen diese Hoffnung und versuchen natürlich weiter zu flüchten. Es gibt natürlich viele Flüchtlinge, die diesen Weg suchen, Richtung Europa auch weiterhin suchen. Aber solange eben dieser Deal anhält, hat das halt auch einen großen Abschreckungseffekt. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie in Griechenland wieder zurückgeschickt werden, dann machen sie eben nicht diese Tortur durch, dass sie versuchen, nach Griechenland zu kommen, weil das für sie derzeit keine Perspektive hat, sondern bleiben dann notfalls in der Türkei und versuchen, das Beste draus zu machen. Oder sie reisen gar nicht erst in die Türkei an und versuchen, über andere Routen nach Europa zu gelangen, die ja noch gefährlicher sind. Nach dem versuchten Putsch hat ja Erdogan jetzt irgendwie einen ziemlichen Umbau des ganzen Staatsapparats vorgenommen und zigtausende Leute entlassen und durch eigene Leute quasi ersetzt. Und ja, es ist da so eine nationalistische Welle, dass halt irgendwie Erdogan muss verteidigt werden. Das wird zumindest von oben so erklärt. Diese nationalistische Welle, ist das auch irgendwie so ein Grund für diesen Angriff in Syrien? Oder gibt es inzwischen auch schon Gegenbestrebungen, dass halt dieses Um-sich-Greifen von Erdogans in alle Bereiche der Gesellschaft, dass das jetzt kritisch gesehen wird und dass es jetzt auch schon Erdogan-kritische Bewegungen gibt? Das ist relativ schwierig, weil wie du schon sagtest, die Stimmung sehr aufgeheizt ist in der Türkei. Also Erdogan kontrolliert weitestgehend die Medien, kritische Medien wurden ausgeschaltet und es sind ja nicht nur Putschisten oder Unterstützer der Putschisten, auf die derzeit Hetzjagden in der Türkei gemacht werden, sondern im Prinzip alle kritischen Stimmen. Deswegen entsteht derzeit kaum eine breite gesellschaftliche Opposition. Es ist im Südosten des Landes weiterhin die kurdische Bewegung, die versucht, Widerstand zu leisten. Aber auf politischem Wege ist selbst die kurdische Bewegung sehr weit an die Wand gedrängt. Derzeit versucht Erdogan durchzusetzen, dass die kurdischen Stadtverwaltungen, also die kurdischen Bürgermeister, die gewählt worden sind vor 2 Jahren, dass die abgesetzt werden sollen und durch AKP-Bürokraten ersetzt werden sollen. Also da geht Erdogan gegen die politische kurdische Bewegung sehr hart vor. Und natürlich auf dieser Welle des Nationalismus ist der Rückhalt für so eine Syrien-Intervention auch sehr groß in der Gesellschaft. Also die neo-osmanischen Träume, die in den türkischen Medien, in der türkischen Gesellschaft gefördert und gehegt werden, die unterstützen solch eine Intervention. Und natürlich hat Erdogan in seinem Hinterkopf Vision, dass die Türkei eine Hegemonialmacht wird und dass ähnlich wie im Osmanischen Reich die Türkei großen Einfluss auf den Mittleren Osten haben wird. Und in dem Kontext ist auch diese Intervention irgendwo zu werten. Ja, das sieht ja nicht so aus, als Erdogan irgendwie von alleine mit dem Krieg aufhören wird und Druck von außen kommt halt zurzeit auch nicht. Da steht zu befürchten, dass sich das Ganze noch ein bisschen ausbreiten wird. Du bist ja von diesem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Ihr habt ja auch eine Webseite, vielleicht kannst du die mal durchsagen. Genau, die Webseite ist jivakaazad.de. Ich buchstabiere Cäsar, Ida, Viktor, Anton, Kaufmann, Anton, minus Anton, Zacharias, Anton, Dora.de, also Civaka minus Azad.de. Da veröffentlichen wir regelmäßig Nachrichten, Analysen zu der Situation vor Ort und da kann man sich auch an uns wenden und Kontakt mit uns aufnehmen, wenn Interesse besteht, wenn Fragen da sind. Ja, dann recht herzlichen Dank an Marco Kotschkiri vom Zentrum Civaka Azad.